So. Jetzt müssen wir aber mal fragen, was ist wahrer Verstand? Was ist wahrer Verstand? Denn man kann den Verstand unterschiedlich definieren. Ja? Für viele Leute ist vielleicht Verstand, wenn einer ein besonderer Dieb ist, der weiß, wie er in die Häuser einbricht, beispielsweise, oder der Tricks drauf hat, wie er Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Aber ist das wahrer Verstand? Nein, weil das im Endeffekt eine Art von Verstand ist, die ihm schaden wird. Genauso andere Arten von Sündern. Ja, der ist vielleicht ein großer Held im Showbusiness, der vielleicht große Partys anlegt und mit den Partys viel Geld verdient. Aber der macht Sünden. Das heißt, dieser Verstand wird ihm im Endeffekt schaden. Und im islamischen Sinne ist es kein wahrer Verstand, das kurze diesseitige Vergnügen für das jenseitige Vergnügen einzutauschen. Das heißt, wenn ich dir sage, im Jenseits, wenn du ein gottesfürchtiger Mensch bist, dann bekommst du die Ewigkeit und wirst in der Ewigkeit glückselig leben, und du willst aber lieber einen kurzen Moment im Diesseits glücklich, angeblich glücklich sein, irgendetwas genießen und setzt damit dein Jenseits aufs Spiel, das ist nicht vernünftig. Das ist genauso wie jemand, der beispielsweise ein Zeugnis oder ein Studium aufs Spiel setzt für irgendeine kleine Sache, wodurch er dann die Zukunft in seinem Bereich, in der Schule oder was auch immer verliert. Das heißt, der wahre Verstand ist der Verstand, der einem nutzt. Atheismus. Es gibt viele Atheisten, die Verstand haben in verschiedenen Bereichen. Die vielleicht Philosophen waren, die vielleicht über Forscher waren oder was auch immer. Aber in dieser Sache, wie wir eben schon gesagt haben, haben sie den Verstand nicht eingesetzt. So. Der wahre Verstand ist vor allen Dingen ein Verstand, der einsieht, dass er Grenzen hat. Das müssen wir Menschen realisieren. Das ist das große Problem des Verständnisses bezüglich des Verstandes im Westen. Denn im Westen, wie ich schon gesagt habe, ist der Verstand die absolute universelle Instanz. Und wir sagen, wir müssen realisieren als Menschen, dass unser Verstand begrenzt ist. Das ist eine ganz wichtige Grundlage. Wir können den Verstand nicht vergöttern. Denn das ist falscher Verstand, das ist wieder kein Verstand. Es ist kein Verstand zu denken, dass dein Verstand alles wissen würde, denn dein Verstand sagt dir, dass dein Verstand nicht alles weiß. Und das ist das, was Allah im Koran sagt. Er sagt dort in Sure 2, Vers 255, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَشَى. Im Sure Ayat al-Kursi. Er weiß, was vor ihnen, was hinter ihnen liegt. Das heißt, er weiß alles. Und sie umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Das heißt, der menschliche Verstand ist was? Ist beschränkt. Die zweite Sache ist, der menschliche Verstand sagt dir, dass der menschliche Verstand sich manchmal irrt. So sehen wir, dass Erkenntnisse, die man vor 100 Jahren hatte, abgelöst worden sind von neuen Erkenntnissen, die bewiesen haben, dass die Erkenntnisse, die man vor 100 Jahren hatte, falsch sind. Ich gebe mal ein Beispiel, das war jetzt nicht vor 100 Jahren. Zum Beispiel ein Medikament wird erfunden. Nach einiger Zeit merkt man, dass dieses Medikament Nebenwirkungen hat, gefährliche Nebenwirkungen hat. Das beste Beispiel ist Contagan. Heutzutage hört man da kaum noch was von, aber das war mal ein großes Thema hier gewesen. Contagan-Kinder. Ja, eine Medizin, wenn die Mutter schwanger war, hat das genommen, dass die Kinder danach mit den schwersten Behinderungen auf die Welt kamen. Ja. Das heißt, zuerst hatte man eine Medizin. Da waren Forscher am Werk, die diese Medizin erfunden haben. Leute, die studiert haben, Leute, die sich Gedanken gemacht haben. Und die haben die Erkenntnis gehabt, dass diese Medizin nützlich ist. Aber später haben sie was? Haben sie neue Erkenntnisse bekommen, die darauf hingedeutet haben, dass die Erkenntnisse, die sie vorher hatten, teilweise falsch sind oder zumindest nicht vollständig gewesen sind, weil sie die Nebenwirkungen nicht kannten. Und so sehen wir viele Sachen, die heute gut sind und morgen schlecht. Und das ist das klassische Problem und der Kritikpunkt, den die Muslime prinzipiell an der Demokratie haben.
Denn Demokratie bedeutet Demos, Volk, Kratie, Herrschaft, dass das Volk herrscht. Dass das Volk herrscht mit dem, was das Volk als für sich nützlich ansieht. Das heißt, wenn die Menschen oder die Mehrheit der Menschen der Meinung ist, dass etwas gut für sie ist, dann entscheiden sie sich dafür. Fakt ist aber, dass der menschliche Verstand auch irren kann in einigen Dingen. Und wir kommen gleich darauf, in welchen Dingen. Und so, weil der menschliche Verstand was ist, begrenzt ist. Und so sieht man, dass der menschliche Verstand oder der Verstand der Menschen in einer Zeit eine Regel erstellt, die er dann wieder ablegt und dann wieder eine neue Regel erstellt. So war zum Beispiel in Deutschland vor 1969 homosexueller Geschlechtsverkehr strafbar. Bis 1974 war es strafbar für unter 20 oder unter 21-Jährige. Aber heute, der Verstand sagt, ist doch nicht schlimm. Jedem das Seine. Und morgen ist es vielleicht erlaubt, dass jemand seinen Schäferhund heiratet beispielsweise, was vielleicht heute verboten ist. Der Hund hat ja nichts dagegen, der Hund wackelt mit dem Schweißstätz, der liebt sein Herrchen, das Herrchen liebt den Hund, wo ist das Problem? Stört doch keinen. Heute ist es zum Beispiel verboten, dass man Inzucht begeht. Eine Schwester darf nicht mit dem Bruder Geschlechtsverkehr haben, ist strafbar. Was habe ich gesagt? Inzest. Inzucht ist dasselbe, genau. Ja, Inzucht kann man auch sagen. Aber auf jeden Fall, jetzt. In Deutschland gibt es sogar einen Fall in Sachsen, wo ein Bruder mit seiner Schwester 4 Kinder hat. Ein Kind davon hat einen Herzfehler, eins ist behindert und 2 sind gesund. Der Bruder ist sogar schon ins Gefängnis gekommen. Was sagen die beiden? Die sagen, wir lieben uns doch. Wir lieben uns doch. Wo ist das Problem? So. Ist aber in Deutschland strafbar. In 10 Jahren kommt vielleicht jemand und sagt, warum ist das strafbar? Ist doch nicht schlimm. Die dürfen halt nur keine Kinder kriegen, weil die Kinder behindert werden. Ja? Vielleicht kommt auch dann der andere Verstand, vielleicht kommt in 50 Jahren Verstand, ja, ist doch auch nicht schlimm, wenn die Kinder behindert sind. Ich meine, jeder Mensch hat ja irgendwelche Probleme. Und warum sollen wir sagen, behinderte Kinder sollen nicht zur Welt kommen? Ist doch eine Diskriminierung von behinderten Menschen. Wie können wir uns das Recht nehmen zu sagen, wir wollen keine behinderten Kinder auf der Welt haben? Wir können doch nicht sagen, ja, die quälen sich oder was auch immer. Versteht ihr, das ist jetzt nicht, ich will nur so sehen, so könnte jemand argumentieren. Das heißt, man sieht, dass der wahre Verstand zeigt dir, dass sich der Verstand immer ändert und dass der Mensch Fehler gemacht hat und dass der Mensch auch einsieht, dass er Fehler gemacht wird. Vor einigen Jahren war der schwarze Mensch in Amerika, in der Demokratie, weniger wert als der weiße Mensch. Und das haben sie dann nachher geändert und so ändert sich das von Zeit zu Zeit. Und das ist auch der Grund, warum Leute denken, dass das islamische Rechtssystem heute überhaupt nicht mehr anwendbar sein kann. Warum? Weil wenn man das vor 1400 Jahren sich das Rechtssystem aus Deutschland ansieht oder das Rechtssystem aus anderen Systemen, ja, dann sieht man, dass sie immer wieder in ihren Augen Fortschritte gemacht haben. Dann sagen sie sich, wie will dann ein System, was vor 1400 Jahren gegolten hat, heute gelten? Ja. Aber die wissen nicht, dass es im Islam für alles Antworten gibt. Es gibt Antworten auf die Frage, für was? Weil das Gesetz Gottes ist. Was man macht mit künstlicher Befruchtung. Es gibt Antworten auf Organtransplantation. Es gibt Antworten auf die moderne Technologie, wie man damit umgeht. Es gibt Antworten auf alles. Weil es überall einen Text gibt, den man in seinem Verständnis auf die heutige Zeit anwenden kann. Und das ist Fiqh. Das ist die Wissenschaft des Fiqh. Ja? Das heißt, was haben wir gesagt? Der wahre Verstand sagt dir, dass dein Verstand begrenzt ist. Und jetzt Frage, der zweitens ist, der wahre Verstand zeigt dir durch das Studieren der Geschichte, dass der Verstand des Menschen sich irren kann. So. Und der wahre Verstand sagt dir, dass derjenige, der das Universum erschaffen hat, allwissend ist, wissender ist als du. Und dein Verstand sagt dir, dass derjenige, der das Universum erschaffen hat, allmächtig ist und allwissend ist und dass er, der dich erschaffen hat, besser weiß, was gut für dich ist, als du selber. Das sagt dir der wahre Verstand. Ja. Und wenn dir das der wahre Verstand sagt, dann sagt dir der wahre Verstand deswegen auch, dass wenn dieser
Dieses Wesen, das dich erschaffen hat, das dich besser kennt, als du dich selber kennst. Denn die Medizin, man sagt, die Medizin, die hat nur einen geringen Prozentsatz des menschlichen Körpers überhaupt erst erforscht. Man sagt, viele Dinge, viele Geheimnisse vom menschlichen Körper kennt man noch gar nicht und sie kommen jedes Jahr zu neuen Erkenntnissen. Manche, ich habe einmal gehört, dass 20% des menschlichen Körpers erforscht werden. Wie das Gehirn genau arbeitet, etc. Überleg mal. Aber Gott weiß alles über dich. Weil er dich erschaffen hat. Und weil er allwissend ist. Und er kennt deine Psychologie. Und er weiß, was in der Zukunft kommt. Und er weiß genau, wie der Mensch reagiert. Und was für den Menschen gut und nicht gut ist. Und er sagt im Koran, Sure 20, Vers 2. Was sagt er dort? Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Wir haben den Koran nicht zu dir herabgesandt, damit du unglücklich bist. Das heißt, er weiß am besten, was für den Menschen gut ist. Und das zeigt uns, dass wenn Gott etwas für den Menschen bestimmt, was unserem begrenzten Verstand widerspricht, wenn Gott etwas bestimmt, was unserem Verstand, der sich schon so oft geirrt hat, widerspricht, dass wir welche Meinung oder wessen Urteil bevorzugen? Das Urteil von Gott. Nochmal neu. Wir haben die Erkenntnis, dass der menschliche Verstand begrenzt ist. Der kann nicht alles verstehen. Wir vergöttern nicht den Verstand. Unser logischer Verstand sagt, dass in der Geschichte der menschliche Verstand öfter Fehler gemacht und zu neuen Erkenntnissen gekommen ist. Und unser logischer Verstand zeigt uns, ja, dass Gott allmächtig ist und dass Gott das Wissen über alles hat. Und deswegen sagt uns der logische Verstand, dass wenn Gott etwas, ein Urteil fällt, dass wir dieses Urteil unserem Urteil gegenüber bevorzugen müssen, weil wir in der Geschichte gesehen haben, dass der Mensch schon oft Fehler gemacht hat in seinem Urteil und weil wir in der Beschaffenheit des Menschen sehen, dass der Mensch und der menschliche Verstand begrenzt ist. Und das ist die Akzeptanz der Souveränität Gottes. Das ist die Akzeptanz der Herrschaftsgewalt Gottes, die mit zum Tauhid gehört. Und das gehört, und hier gehört es auch dazu, dass der Mensch bescheiden ist und erkennt, dass er ein Diener ist und erkennt, dass er begrenzt ist und dass er nicht alles kann. Hast du Sorgen? Nee, wieso? Ich zu. Du guckst mich so an, wie. Nee, ich höre dir jetzt als wenn irgendwas wäre. Das ist der Punkt. Und hier haben wir Folgendes. Der menschliche Verstand, der gesunde menschliche Verstand, der sieht die Schöpfung und der sieht die Schöpfung, dass diese Schöpfung einen Schöpfer haben muss. Beispielsweise, wenn du durch die Wüste gehst und du würdest ein Haus dort finden, da würde keiner auf die Idee kommen, hier war eine Explosion, hat sich Stein auf Stein gesetzt. Wie kann man dann auf die Idee kommen, dass eine menschliche Zelle, dass ein menschliches Auge, dass ein menschliches Gehirn und die ganzen Körper, die entstanden sind, und das natürliche Gleichgewicht, dass das alles ein Zufall ist. Die Sonne, wenn die nur einen Meter oder ein bisschen weiter weg von der Erde entfernt ist, friert alles auf der Erde ein. Bei diesen Distanzen, die wir haben. Ihr müsst ja vorstellen, das sind ja unglaubliche Distanzen. Das sind ja Lichtjahre ohne Ende bis zur Sonne. Ja? Überleg mal. Wenn die Sonne bei diesen Distanzen, wenn die Sonne nur ein bisschen weiter entfernt ist in der Proportion, friert alles ein. Ein bisschen näher dran, verbrennt alles. Das heißt, hier ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Das Wasser verdunstet. Stell dir mal vor, das Wasser hätte keine Aggregatzustände. Das Wasser ist im Meer durch die Sonneneinstrahlung, verdunstet es, es geht hoch in die Luft beim Verdunsten. Hier sammelt es sich in Luftschichten. Dann kommt der Wind und der bringt die Wolken an zu Land und es regnet. Stell dir vor, es gäbe keine Sonne. Oder die Sonne wäre weiter weg, es würde alles einfrieren. Oder die Sonne wäre näher dran, es würde alles verdampfen und würde gar nicht mehr zu den Aggregatzuständen kommen. Stell dir vor, das Wasser hätte keine Aggregatzustände. Stell dir vor, es gäbe keine Luftschichten. Stell dir vor, es gäbe keinen Wind. Dann gäbe es gar keinen, dann würden die Pflanzen alle aussterben. Es könnte gar nicht zu einem Leben kommen. Und das ist nur ein ganz rudimentäres, banales Beispiel.
Ein ganz einfaches Beispiel, geschweige denn von Mechanismen, die in der Zelle stattfinden.